Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade in Österreich in dieser wunderbaren Bergwelt unterwegs, weil ich ein paar Wärmepumpe-Videos für meinen Kanal drehe und habe eine Mail bekommen von zwei Jungs hier aus der Nähe von Innsbruck, die aus Bitcoin-Minern Ofen bauen. Ich finde das total abgedreht und spannend. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für mein Arbeitszimmer eine Lösung im Winter sein könnte, weil das ist der einzige Raum im Haus, wo es mir zu kalt ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich fahre auf dem Rückweg einfach mal hier vorbei und besuche die. Die sind hier in diesem Haus, in diesem Gebäude neben mir, der Maximilian und der Benjamin. Und ich schaue mal, ob die mir meine Fragen beantworten und euch erklären, um was es eigentlich geht. Hi! Servus, Tobias! Grüß dich! Du bist es! Ja, stimmt, ich erkenne dich wieder, der Maximilian. Servus! Komm, wir setzen uns da ein bisschen hin und dann schauen wir uns die Sache mal an. Ja. Noch einmal für Dummies erklärt, Bitcoin. Ja. Statt Bargeld habe ich eine errechnete Währung. Die man könnte nicht digitales Gold sagen zum Beispiel. Weil es eben begrenzt ist, ja, und nicht von Staaten und Regierungen inflationär nachgedruckt werden kann. Genau. Was ist das Problem? Bitcoin-Mining ist sehr energieintensiv. Also die Absicherung des Netzwerks benötigt Rechenleistung. Und für diese Rechenleistung benötigt man Strom. Ja. Und dieser Strom wird in Rechenleistung umgewandelt und eben mit einem Wirkungsgrad von 100% in Abwärme. Okay. Aber in den Datencentern ist das eben Abfallwärme, ja, und wir machen daraus ein Hauptprodukt, nämlich eine Heizung. Normalerweise sind das so Server, also ich meine, das weiß man ja schon von den Servern, die man zu, ja, Hause hat, die machen halt, die pushten. Bitcoin-Miner machen nochmal einen viel größeren Lärm, weil die bis zu 7000 Umdrehungen die Lüfter dieser Bitcoin-Miner drehen. Und da reden wir eben von 80 bis 90 Dezibel, was so ein Bitcoin-Miner standardmäßig hat. Okay, das heißt, man hat zwar eine Wärme, aber, ja, man kann die eigentlich normalerweise nur da nutzen, wo niemand ist. Genau, also mit 90 Dezibel im Wohnzimmer, da hat auch noch der Nachbar was davon. Okay, verstehe. Und ihr habt jetzt praktisch eine Lösung gefunden, wie man, ja, die Wärme erhält, aber die Geräusche minimiert. Ganz genau. Unsere Bitcoin-Heizungen sind so die Lautstärke von einem Kühlschrank in der Gegend von 35 Dezibel. Damit kann man das im Wohnzimmer aufstellen und hat keine Lärmbelästigung. Ist das eigentlich jetzt ein Krypto-Miner oder ein Bitcoin-Miner? Ein Bitcoin-Miner. Also der kann nur Bitcoin minen. Und die Miner selber stellt ihr nicht her? Nein, die stellen wir nicht her. Die werden großteils in Malaysia, Indonesien, China, Thailand produziert. Dann haben wir jetzt mal erstmal lang genug geredet und ich schaue mir mal einen an, oder? Sehr, sehr gerne. Super. So, da liegen jetzt ja ganz viele von diesen Dingern und das sind jetzt praktisch die Miner, die in dem Ofen drin sind, oder wie? Genau, die sind in einem normalen Ofen drin. Das ist so, das sind Bitcoin-Miner aus dem Jahr 2017. Und im Ofen Pro haben wir die neueste Technologie. Da sind Antminer S19K Pro drin. Mhm. Die gibt es ungefähr seit einem Jahr auf dem Markt. Da wird ja normalerweise, wenn man keinen Ofen drauf macht, schon eine Menge CO2 in die Luft gepustet, sagen wir es mal so, oder? Ja, also man muss ein wenig aufpassen mit diesen Verallgemeinerungen. Die aktuellsten Schätzungen, die sind da so ungefähr bei 60%, knapp über 60%, dass die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, weil, okay, die erneuerbaren Energien besonders günstig sind. Und Bitcoin-Mining, wenn man jetzt keine Abwärmenutzung dabei hat, ist ein sehr hart umkämpftes Feld. Und da rentiert sich Bitcoin-Mining nur mit den allergünstigsten Stromtarifen. Mhm. Aber eben, wenn man die Abwärme zum Heizen nutzt, macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann spart man sogar CO2 ein und macht was Gutes für die Umwelt, wenn man von einer Gas- oder Ölheizung auf eine Bitcoin-Heizung umstellt. Okay, vor allem, wenn man eben mit erneuerbarem Strom, genau, Bitcoin schürft und, ja, dann die Abwärme nutzt. Aber man kann jetzt keine Zentralheizung damit bauen, oder? Wir haben die ersten zwei Prototypen am Laufen. Doch, Bitcoin-Zentralheizung, aber bis die marktreif ist, das wird noch das ein Jahr Pi mal Daumen dauern bei uns. Okay. Aber jetzt verstehe ich natürlich, warum man das Ding nicht im Wohnzimmer stehen haben will. Das ist ja wahnsinnig laut. Wie viel Dezibel sind denn das? Hey. Ungefähr 90 Dezibel sind das. Ah, du hast schon verstanden. Okay, gut. Ja. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu dem Ofen, muss man schon sagen. Ich bin jetzt gerade rangegangen, ich hatte 81 Dezibel, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch noch lauter werden können. Ja, da ist natürlich, je nachdem, was für ein Lüfter verbaut ist, ein gewisser Schwanken mit dabei, aber zwischen 80 und 90 Dezibel sind da, okay, ja, da geht's also schon. Jedenfalls nichts, was man im Wohnzimmer stehen haben will. Auf keinen Fall. Jetzt sehe ich hier mal einen echten 21 Energy Ofen. Der ist sogar schon an, ja, aber ich muss ihn noch einrichten. Ich habe die App runtergeladen und ich muss mich jetzt nicht mehr anmelden, glaube ich. Ich kann ein Device hinzufügen, Bluetooth Pairing, Ofen Pro mit einer Nummer, da gehe ich mal drauf, Connect Wi-Fi. Bzz, 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 bzz. Ah, Heater connected. Next Step, Create Account, okay. Mein Username, ja logisch, dieser Dad. Next Step, dann, ja. 21 Energy Heater is now successfully set up. Finish. So, Devices offen. Power on, current temperature 25 Grad.
Heater Level, 185 Watt. 920 will ich haben. Ah, nicht tippen, sondern schieben, okay. The heater will now run in maximum mining mode, which may cause the fans to run louder than usual. Machen wir mal noch etwas weniger. 818 Watt. Ja, das ist jetzt aber deutlich leiser. 49. Oh, ich bin direkt daneben. 47. Ich meine, das, womit ich hier teste, ist natürlich keine offizielle App oder so. Also ich habe auch schon Apps gesehen, da sind es einfach 10 Dezibel weniger. Ich wollte euch nur den Vergleich zeigen. Und wenn ich ehrlich bin, hat sie auch, ohne dass irgendwas läuft, 47 Dezibel. Also ich glaube, es liegt gar nicht an dem. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist in dieser Umgebung nicht zu hören. Also das kann man durchaus im Wohnzimmer nebenan stehen haben, würde ich jetzt mal sagen. Wie warm das jetzt wird, ich glaube, das dauert eine Weile. Und ich würde sagen, so lange schauen wir uns mal an, wie die Dinge eigentlich zusammengebaut werden. So, der Maximilian hat mich jetzt hier in die Produktion mitgenommen. Also hier entstehen diese Dinger von euch. Ganz genau, das ist der Geburtsort. Da hinten ist noch eine große Halle. Das ist einfach ein großer metallverarbeitender Betrieb, der für euch sozusagen die Teile herstellt. Im Regal liegen zum Beispiel hier jetzt Gehäuseteile, die aus Blech gemacht werden und so weiter. Und hier, um was geht's hier? Das sind unsere Kühlkörper. Also es geht ja darum, dass die Heizungen so leise wie möglich die Abwärme abtransportieren. Und das funktioniert hauptsächlich über die Oberfläche. Und das ist jetzt eben so ein Kühlkörper, der dann auf diesem Computing Board montiert wird. Das ist das, was da liegt? Genau, das ist das Herzstück des Miners. Das ist das Computing Board. In diesen Chips werden die Berechnungen durchgeführt. Und auf dieses Board kommt der Kühlkörper drauf. Und diese Noppen hier, die passen dann da drauf. Und jetzt stelle ich mir vor, dass die Wärme praktisch von diesen Computing Chips hier darüber übertragen wird. Und ganz dann wird genau dieses Ding heiß. Ganz genau. Wie heiß? Der Kühlkörper ist ungefähr bei 60, 70 Grad und die Luft hat dann bis zu 50 Grad. Also jetzt so, dass man sich nicht verbrennen kann. Zwischen 40 und 50 Grad hat dann die Abluft. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, normalerweise, das Ding ist ja so laut, weil es so einen Ventilator hat. Ganz genau. Aber du hast jetzt doch wieder einen Ventilator, oder nicht? Ja, wir haben allerdings viel größere und viel langsamer drehende Ventilatoren. Also das, was einen Bitcoin-Miner laut macht, sind die Umdrehungszahlen des Lüfters. Die drehen teilweise mit bis zu 7000 Umdrehungen. Okay. Und wir sind dann zum Beispiel im Bereich, je nach Leistungsstufe, von 600 bis 1200 Umdrehungen. Also wir sind da teilweise bei einem Zehntel der Umdrehungsgeschwindigkeit. Das ist jetzt so ein Lüfter, so ein 120 mm Lüfter. Von dem sind vier Stück verbaut. Wir haben dann auch noch vier Stück von 140 mm Lüftern verbaut. Das ist unsere Teststation, wo wir unterschiedlichste Härtetests machen. Und das ist jetzt das Innenleben, da ist noch kein Gehäuse drauf. Also die werden nachher noch mal leiser. Aber auch die sind jetzt schon extrem leise im Vergleich zu jedem normalen Bitcoin-Miner. So sieht das Ding von innen aus. Genau, wir haben hier unten einmal schon fünf Lüfter. Wir haben auf der Hinterseite nochmal vier Lüfter. Wir haben hier innen drin im Netzteil nochmal drei Lüfter verbaut, die die Abwärme abtransportieren. Ja, da vorne ist es jetzt nicht besonders warm. Wir haben jetzt insgesamt sowieso 31, 32, 33 Grad hier. Aber hier hinten ist es ganz schön warm. Wie viel Grad werden es so sein? Zwischen 45 und 50 Grad kommen raus. 45 und 50 Grad kommen hier hinten raus. Okay, gut. Und hier haben wir jetzt einen fertigen. Ja, der ist noch nicht lackiert. Also der ist jetzt hier zusammengebaut, auch hier für die Härtetests. Warm wird hauptsächlich oben die Platte. Also das geht von unten nach oben. Unten ist sie kalt, weil da ziehen wir die kalte Luft an. Und oben haben wir nachher dann die Wärme und da oben haben wir nachher so bei die 40 Grad. Kein Kleinkind kann sich da verbrennen. Das ist alles safe. Flieg, Albatros! Ah nee, das war der Schwimmer, okay. 30? 30, 31 Kilo. Sehr gut geschätzt, ja. Ja, ich weiß doch, was ich kann. Ja. Okay, ja, cool. Und was ist jetzt das noch für ein Teil? Das ist unser Microcontroller. Da ist die Thermostatfunktion. Mit dem kann man nachher auch die Bitcoin-Heizungen an variable Stromtarife oder an seinen Wechselrichter schließen, wenn man selber über EV-Überschussstrom hat. Also das ist noch zusätzlich drin. Das ist praktisch die Elektronik, die ihr zusätzlich noch reinmacht. Das ist unser Gehirn in der Bitcoin-Heizung, ganz genau. Das braucht auch nicht viel Strom, glaube ich. Oh, der braucht ein paar Watt. Also das ist vernachlässigbar. Okay. Das sind die fertigen? Das sind die fertigen Bitcoin-Heizungen von uns, ganz genau. Wie viel kommen denn hier so aus der Produktion? Uns gibt es jetzt 1,5 Jahre und wir haben jetzt gut 2000 Stück in Summe verkauft über die letzten 1,5 Jahre. Und wie viel könnt ihr produzieren jetzt hier? Produzieren könnten wir theoretisch 40.000, 50.000 im Jahr. Also das wäre eine ganze Menge davon. Von dieser Nachfrage sind wir noch ein Stück entfernt. Gibt es überhaupt zu viele Bitcoin-Miner? Ja, das sollte nicht so schnell die Limitierung sein. Echt, da gibt es welche, oder? Die gibt es genügend, ja. Okay. So, jetzt haben wir uns das alles mal angeschaut und es ist eine halbe Stunde vergangen. Und ich bin gespannt, ob das Ding jetzt warm geworden ist.
Auf jeden Fall. Oh ja, jetzt merke ich tatsächlich die Wärme. Das ist so wie die Fahrersitzheizung. So, ne? So. Ganz genau. Könnte ich mir sogar vorstellen im Arbeitszimmer, dass es im Zimmer dann gar nicht so warm ist, weil fürs Hirn ist ja gut, wenn es nicht so warm ist, aber der Po wärmt meinen Körper. Möglichkeiten gibt es ohne Ende, aber du kannst natürlich mit dem Thermostat einfach einstellen, wie viel Grad du haben möchtest und den Rest macht die Heizung von automatisch. Jetzt haben wir natürlich noch gar nicht gesprochen darüber, dass man ja dann beim Meinen auch noch verdient. Das Prinzip ist ja eigentlich, ich nutze die Abwärme, ich habe warm, ich verbrauche Strom. Definitiv. Deswegen ist natürlich wichtig, dass ich guten, günstigen Strom verbrauche. Zum Beispiel von meiner Photovoltaikanlage. Ja. Oder von dynamischen Stromtarifen zur guten Zeit. Über meine Batterie vielleicht sogar noch gepuffert. Also im Durchschnitt bekommt man über die letzten Jahre 28 Cent die Kilowattstunde retour, was man für das Bitcoin-Mining bekommt. Also in Österreich, der durchschnittliche Strompreis ist 26 Cent. Mhm. Wenn du 28 Cent retour bekommst, machst du sogar 2 Cent Gewinn pro Kilowattstunde und hast allerdings auch noch geheizt. Der österreichische Strommix ist extrem sauber und damit sparst du zum Beispiel 8 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer Ölheizung jeden Winter. Okay, ich kann mich jetzt hier gerade mal einloggen in meinen Account und dann sehe ich, ich habe ja keine Ahnung von Bitcoin, 30,92 TH pro Sekunde. Genau, das sind die Recheneinheiten, das sind jetzt 30 Billionen Berechnungen pro Sekunde, was diese Bitcoin-Heizung macht, wofür man eben dieses Geld bekommt. Junge, so schnell bist du. Und wie viel habe ich jetzt da schon verdient? Bislang haben wir schon 22 Satoshis in den letzten paar Minuten verdient. Das entspricht einem? Einem Cent. Einem Cent. Das heißt, wenn man schon diese Energie aufwendet, um eine Währung zu generieren, absichern, dann macht es Sinn, wenn man die Abwärme nutzt zum Heizen. Ja. Und wenn wir dafür sorgen, dass es mit möglichst sauberer Energie geschieht. Genau. Und davon kann ich dann noch profitieren. Genau, man trägt einen Teil zur Energiewende bei. Die Energiewende bedeutet ja die Elektrifizierung von allem. Mhm. Wir wollen weg von den fossilen Brennstoffe. Und da ist so eine Bitcoin-Heizung eine ausgezeichnete Möglichkeit und ist dabei noch viel schonender fürs Stromnetz. Okay, okay. Ich sehe schon, du hast jede Menge Argumente. Ich würde jetzt gerne hier sitzen bleiben, aber ich habe da vorne noch was gesehen, da musst du mir noch mal erklären, was das ist. Gerne. Da habe ich jetzt noch eine große gefunden. Ich dachte erst, es sei eine Kiste, aber da sind ja auch so Lüfter drin. Maximilian, ist das auch noch so ein Ofen oder was? Genau, das ist allerdings ein Industrieofen. Wir nennen es unseren Edge. Mhm. Und das ist jetzt eine Industrieheizung, die ist jetzt nicht wohnzimmertauglich. Ja. Die hat einen Starkstromanschluss, die hat auch 9 kW Heizleistung. Okay. Und damit hat man dann Lagerhallen, Produktionshallen. Ah, 9 kW, das ist wie ein großer Holzofen eigentlich, ne? Ganz genau. Und den kann man auch skalieren. Also den kann man modular erweitern, kann man zum Beispiel 3 dieser Module übereinander stapeln und dann an der Decke zum Beispiel montieren, dass es keinen Platz in Anspruch nimmt. Jetzt stelle ich mir das im Winter kuschelig vor, einen Ofen zu haben, der Bitcoin meint. Im Sommer stelle ich es mir nicht so kuschelig vor. Was mache ich denn im Sommer mit dem Ding? Wenn man jetzt selbst eine PV-Anlage hat und Überschussstrom hat, kann man natürlich auch aus dem Überschussstrom sich selbst Bitcoin generieren und hat so oft eine höhere Vergütung, als wenn man es ins Netz einspeist. Ich könnte den sogar in den Keller stellen, weil ich habe einen feuchten Keller. Und dann würdet ihr den möglicherweise noch trocknen. Viele von unseren Kunden haben das im Wäscheraum und dann ist die Wäsche in 1-2 Stunden trocken. Oder also von Hackschnitzeltrocknung über Heutrocknung haben die unterschiedlichsten Kunden viele Ideen. Aber ja, findet ihr das ein interessantes Produkt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich fand es super spannend, hier gewesen zu sein. Vielen Dank. Wenn ihr euch für den Kauf interessiert, und an der Stelle blende ich mal kurz Werbung ein, könnt ihr mit dem Code DIESERDATE sogar 5% sparen. Habe ich gerade erfahren, wusste ich vorher nicht. Ich bin nicht deswegen hergekommen, sondern weil ich es interessant fand. Ich fand es super. Wenn ihr es auch super fandet, liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer DIESERDATE. Ciao. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.